Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute geht es um das Thema Dreiklänge. Und zwar machen wir hier jetzt weiter mit den Theorie-Basics-Themen. Und da waren ja schon vorher so zwei Videos. Einmal habe ich erklärt, wie man Noten liest. Und dann ging es so ein bisschen um das Thema Vorzeichen. Was da so auf einen zukommt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt da doch vorher mal rein, weil das ist jetzt Wissen, worauf wir aufbauen. Okay. Fangen wir an mit dem Thema Dreiklänge. Und zwar erstmal zu dem Wort Dreiklänge. Und zwar steckt in dem Dreiklang schon die Bedeutung drin. Und zwar sind das drei unterschiedliche Töne, die zusammen einen Klang bilden, also einen Akkord, die gleichzeitig erklingen. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen, wenn man das jetzt aufschreiben möchte. Und zwar merkt euch mal folgendes Bild. Ein lustiger kleiner Schneemann. Und das ist, klingt erstmal komisch, ist aber die Art und Weise, wie man sich das merken kann, wie man Dreiklänge im Notensystem bilden kann. Das sieht dann folgendermaßen aus. Und zwar, man malt einfach hier so Kügelchen, sage ich jetzt mal, entweder drei zwischen die Notenzeilen oder drei übereinander, die jeweils auf der Notenzeile sind. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Und das wäre jetzt von der Schreibweise her schon ein Dreiklang. Das heißt, drei Töne, die gleichzeitig erklingen. Womit wir uns jetzt aber beschäftigen, sind zwei unterschiedliche Dreiklangstypen. Und zwar einmal Dur und auf der anderen Seite Moll. Das klingt, wenn wir uns jetzt mal die Beispieltonart C-Dur nehmen, würde das so klingen. Also das hier. Das wäre der Akkord C-Dur, also ein Dur-Akkord. Der klingt, wenn man den mal so beschreiben sollte, so lapidar beschreiben sollte, klingt der fröhlich und ja, offen. Und das wäre der Klang von einem Dur-Akkord. Und dann gibt es im Gegensatz dazu noch den Moll-Akkord. Der wird so gespielt. Das wäre jetzt C-Moll. Und der klingt im Gegensatz dazu eher traurig und schwer. Und das ist so jetzt erstmal so der rein klangliche Unterschied zwischen diesen Akkorden. Moll- und Dur-Dreiklänge bilden die Grundlage für viele Pop-Songs und auch Rock-Songs, die geschrieben sind. Und es kommt fast zu 98% kommen entweder Dur- oder Moll-Akkorde drin vor in den Liedern. Deswegen sollte man auch wissen, wie die gebildet werden. Wir wissen ja schon, wie man die aufschreiben kann im Notensystem. Allerdings sollte man die auch unterscheiden können und analysieren können. Und wie man das macht, das checken wir jetzt mal ab. Okay, ich habe euch jetzt erstmal zwei Akkorde aufgeschrieben, zwei Dreiklänge aufgeschrieben und die sehen auf den ersten Blick jetzt beide eigentlich relativ ähnlich aus. Nur, dass der eine Akkord irgendwie einen Zwischenraum höher anfängt. Jetzt würde man natürlich gerne wissen, ob das jetzt ein Dur-Akkord ist oder das ein Dur-Akkord ist oder wie auch immer. Und das werden wir jetzt mal abchecken. Und zwar der erste Akkord ist ein F. Dur. Da schreibt man einfach dann nichts dazu. Und der zweite wäre ein A-Moll. Und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar versuchen wir mal eine Regel aufzustellen, wie man jetzt das herausfinden kann. Dazu gibt es wieder ein sehr gutes Merkbild und das schreibe ich euch erstmal auf. So, das sieht jetzt grob aus wie ein Anker. Und damit könnt ihr euch, wenn ihr euch das Bild einprägt, die Analyse von Dur- und Moll-Akkorden sehr gut merken. Und zwar, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir zählen jetzt Halbtonschritte. Und zwar, wenn wir jetzt mal bei dem F-Dur anfangen, der tiefste Ton ist ja F. Den tiefsten Ton eines Akkords nennt man immer Grundton. Den können wir schon mal hier unten reinschreiben. Das hier wäre der Grundton. Wenn wir uns das jetzt mal auf der Tastatur angucken, dann wäre
der Grundton von F hier. Und wir müssen jetzt die Halbtonschritte zählen bis zu dem mittleren Ton, der heißt A. Das machen wir jetzt einfach mal auf der Tastatur. Und zwar gehen wir von da aus Halbtonschritte. Schritte bedeutet immer, den ersten Schritt macht man, wenn man eins weitergegangen ist. Das müsst ihr beim Zählen bedenken. Also wir starten auf dem F und der erste Schritt ist hier. 1, 2, 3, 4. Dann sind wir beim A gelandet. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf der Seite mal unseren Dur-Akkord hinschreiben, dann müssen wir vom Grundton aus 4 Halbtonschritte nach oben gehen. Dann landen wir bei dem Ton, der bei F A ist, und im Allgemeinen bezeichnet man den als große Terz. Machen wir das gleiche doch mal bei unserem Moll-Akkord, bei A-Moll. So, wir gehen wieder zur Tastatur. Da haben wir da das A. Und dann gehen wir von da aus die Halbtonschritte nach oben zu dem mittleren Ton, welcher C ist. Also hier ist das C und dann gehen wir von hier aus. 1, 2, 3. Okay. Jetzt sind wir von dem Grundton aus bei Moll aber nur 3 Halbtonschritte nach oben gegangen. Das schreiben wir erstmal hin. Genau, das wäre jetzt bei A-Moll, wäre das ja das C. Wenn man das aber wieder allgemein bezeichnet, dann bezeichnet man das als kleine Terz. Kleine Terz bezeichnet man das deswegen, weil das ja ein Halbton weniger entfernt ist vom Grundton. Deswegen ist der Abstand etwas kleiner. Okay, gucken wir uns noch den Abstand vom Grundton zum oberen Ton an. Das wäre jetzt beim F, vom F zum C. Und wir zählen einfach wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich schreibe es mal schon mal hin, also 7 Halbtonschritte. Und wer meine Zeichnung durchschaut hat, der wird jetzt schon wissen, was als nächstes kommt. Und zwar zählen wir von A-Moll zum oberen Ton, der ist E, bis zum E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, da haben wir wieder 7 Halbtonschritte. Das heißt, der Abstand vom Grundton zum oberen Ton ist sowohl bei Dur als auch bei Moll gleich. Der obere Ton heißt übrigens Quinte. Zum Abschluss nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich euch eben erzählt habe. Erstens, wir haben uns erstmal beschäftigt mit zwei unterschiedlichen Akkorden. Einmal Dur und dann Moll. Außerdem haben wir festgestellt, wenn man Akkorde aufschreiben will, Dreiklänge aufschreiben möchte, dann kann man das nach diesem Schneemann-Prinzip machen, indem man einfach im Notensystem drei Kügelchen übereinander schichtet, wie bei einem Schneemann. Und als letztes haben wir festgestellt, dass man, wenn man die Halbtonschritte zählt, dass man bei Dur vom Grundton zum mittleren Ton 4 Halbtonschritte zählt, bei Moll vom Grundton zum mittleren Ton 3 Halbtonschritte zählt und bei beiden Akkorden vom Grundton zum obersten Ton 7 Halbtonschritte zählt. Das kann man sich merken mit dem Anker. Okay, das war erstmal das Wissen, was ihr grundsätzlich braucht, um das Thema Dreiklänge zu verstehen. In einem nächsten Video werden wir uns dann beschäftigen mit dem Thema Stufendreiklänge. Da müsst ihr dann auf jeden Fall relativ schnell Dreiklänge analysieren können. Das heißt, versucht doch mal, das ein bisschen zu üben und nochmal nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Ich habe euch dafür mal hier oben einige Dreiklänge hingeschrieben und da kommen auch Vorzeichen vor, wie in dem
letzten Theorie Basics Video behandelt. Und da müsst ihr einfach das Gleiche machen. Einfach Halbtonschritte zählen, gucken mit eurem Anker, wie das mit den Halbtonschritten aufgeteilt ist. Und dann wisst ihr, ob das ein Dur- oder ein Mollakkord ist. Okay, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.